Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Helikoptereltern, müssen wir unsere Kinder steuern, damit sie im Leben erfolgreicher werden? Das ist sicherlich eine Frage, die sich vor allem viele Eltern stellen werden. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen Experten mit auf die Bühne geholt. Professor Dr. Dominik Krenninger, Professor für pädagogische Kindheits- und Familienforschung am Institut für Erziehungswissenschaft. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Zu ehrgeizig, ängstlich, überbehütend. Vor allem viele Erzieher und Lehrer schimpfen ja häufig über sogenannte Helikoptereltern, die ihren Kindern angeblich jeglichen Freiraum nehmen würden. Was ich mich gefragt habe, ist das tatsächlich ein neues Phänomen? Immerhin verschiedene Erziehungsziele wird es ja schon immer gegeben haben. Das ist richtig. Also es gab immer schon Eltern, die mehr oder weniger in die Erziehung ihrer Kinder investieren konnten, einfach allein deshalb schon, weil die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, eben ausgeprägter sind oder nicht. Für diese ganz besonders intensive Förderung, die man so unter dem Schlagwort der Helikoptereltern zusammenfasst, ist aber wichtig eine jüngere demografische Entwicklung. Es gibt seit mehreren Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften immer weniger Kinder. Es kommen immer weniger Kinder zur Welt und auf diese wenigeren Kinder richten sich dann entsprechend auch höhere Erwartungen. Das hat eine gesamtgesellschaftliche Ebene, bei der es um die Sicherung sozialer Sicherungssysteme gibt und es geht auch um die Wahrung gesellschaftlichen Wohlstands dabei. Also wir brauchen gesellschaftlich Kinder, um unsere Gesellschaften gut aufrechtzuerhalten. Und in der Familie wird es auch immer weiter so sein und es entwickelt sich in der Richtung, dass Kinder immer stärker auch zu Sinnzentren werden. Und auf diesen Entwicklungen aufbauend, auf diesem Nährboden aufbauend, ergeben sich dann eben auch so Phänomene wie das dieser besonders intensiven Förderung durch die Helikoptereltern. Zwischen welchen verschiedenen Erziehungsstilen wird denn in der Wissenschaft unterschieden und was ist besonders das Charakteristische an sogenannten Helikoptereltern? Was macht sie vor allem aus? Also da gibt es viele Modelle, nach denen Erziehungsstile unterschieden werden. Hier ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man sich ein Koordinatensystem vorstellt, wo auf der einen Achse unterschieden wird, ob die Eltern stärker Regeln setzen, Regeln begründen. Das nennt man dann den autoritativen Erziehungsstil. Oder ob sie eher laufen lassen, ihre Kinder gewähren lassen und wenig eingreifen. Das nennt man dann einen permissiven Erziehungsstil. Und auf einer anderen Achse kann man sich eine Unterscheidung vorstellen, die eher eine Orientierung auf Bedürfnisse von Kindern ausprägt oder die eben ausgeprägt ist auf eine starke Kontrolle von Kindern. Und Helikoptereltern werden in dem Spektrum zu verorten, wo es ganz stark um Kontrolle und um Regeln setzen geht und das Ganze unterlegt, getrieben von einer starken Ausrichtung eben auch auf den Bildungserfolg. Kann man denn irgendwie mittlerweile sagen, welche Erziehungsstile so in Deutschland zurzeit vorherrschend sind? Wie erziehen so die meisten, Anführungsstrichen, Eltern? Häufig hört man ja, würde man von den Medien denken, wenn man den Medien liest, Helikoptereltern, das nimmt immer mehr Überhand. Ja, also was man schon sagen kann, ist, dass dieser autoritative Stil dominant ist. Der ist quer durch breite Bevölkerungsschichten wichtig. Regeln begründen und dann eben auch über diese Regeln verhandeln, ist eine Praktik, die in vielen Familien dominant ist. Es gibt auch deutliche Daten darüber, dass Eltern mehr Zeit und auch mehr Aufmerksamkeit aufbringen, was die Förderung ihrer Kinder angeht. Aber was tatsächlich die empirische Ausprägung angeht, wie viel Eltern machen dieses extreme Overparenting, wie es in der Forschung auch manchmal heißt, dazu weiß man, dass es eigentlich eher ein seltenes Phänomen ist. Okay. Jetzt setzen wir mal voraus, jedes Elternteil möchte eigentlich wahrscheinlich das Beste für ihr Kind. Das nehme ich mal an. Trotz aller Kritik an Helikoptereltern, die wahrscheinlich auch in vielen Teilen manchmal berechtigt ist, welche Vorzüge kannst du haben? Also das ist im Grunde eine Frage nach dem richtigen Maß. Also es ist ganz klar, dass die familiale Förderung ein wichtiger Faktor ist für die kindliche Bildung. Da ist die Forschungslage ganz, ganz eindeutig. Eltern, die ihre Kinder begleiten, die außerschulische Bildungsangebote organisieren, die tun ihren Kindern etwas Gutes. Kinder, die so eine Förderung erfahren, tun sich beim Einstieg in die Bildungsinstitutionen leichter. Sie haben schneller und mehr Erfolgserlebnisse und werden dadurch insgesamt robuster, was ihren Bildungsweg angeht. Man kann ganz klar sagen, elterliche Förderung für Kinder ist positiv wirksam. Das ist ein großer Vorteil, den dieser Stil auch mit sich bringt.
Aber auf der anderen Seite, welche Gefahren sehen Sie? Wo sehen Sie den Punkt gewissermaßen, an dem die vermeintliche Fürsorge, die vermeintliche Kontrolle praktisch zu krass werden? Also so einen ganz eindeutigen Kipppunkt, wo die Sache sozusagen ins Negative kippt, kann man jetzt nicht ganz präzise benennen. Das ist eher eine Frage der Balance. Eine starke Überfürsorglichkeit, also eine wirklich extreme Ausprägung von Überfürsorglichkeit, kann dazu führen, dass sich Kinder stark beobachtet und stark kontrolliert fühlen und dass ihnen keine Spielräume mehr zur Verfügung stehen für Selbstständigkeit, für Autonomie, soweit sie sie eben schon entwickelt haben. Und um selbstständig zu werden, brauchen Kinder Spielräume, in denen sie sich ausprobieren dürfen, eigene Interessen verwirklichen dürfen, auch Fehler machen dürfen. Und wenn ihnen das nicht zur Verfügung steht, dann kann es einerseits ihr Wohlbefinden beeinträchtigen, andererseits können sich auf Dauer dann eben auch soziale Unsicherheiten entwickeln. Es wimmelt ja praktisch schon Buchhandlungen von Elternratgebern. Auch das Internet ist ja ein Ort, wo man von Tipps und Tricks für angehende Eltern praktisch überrollt wird. Eigentlich ist es dann ja auch verständlich, dass Eltern häufig verunsichert sind. Wie soll man eigentlich mit dem einen Kind umgehen, wenn es immer verschiedene Tipps, Tricks und Sonstiges gibt? Jetzt, um vielleicht nochmal einen positiven Abschluss des Gesprächs hinzuleiten, können Sie Eltern was mitgeben? Was macht eine gute Erziehung für Sie aus? Also als Familienforscher und als Vater muss ich sagen, dass ich leider kein Patentrezept kenne, das immer und für alle und in jeder Situation funktioniert. Deswegen muss ich hier ein bisschen allgemeiner bleiben. Ich würde zwei Punkte nennen wollen. Das eine ist, eine gute Familienerziehung baut vor allem auf guten Familienbeziehungen. Und diese Beziehungen brauchen für ihre Pflege Zeit. Also Zeit mit den Kindern zu verbringen, möglichst viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, ist etwas, was immer positiv wirkt. Und in Klammern dazu gesagt, das ist etwas, was sich auch noch mehr ins Bewusstsein von Vätern schreiben muss. Und ein zweiter Punkt, nochmal zurückgreifend auf die angesprochenen gesellschaftlichen Erwartungen, die gestiegen sind gegenüber Kindern und auch gegenüber Eltern. Da würde ich dafür plädieren, Familienerziehung auch fehlerfreundlich zu gestalten. Also gestalten Sie sich selbst als Eltern Fehler zu machen, haben Sie nicht den Anspruch, immer perfekt zu sein, und gestatten Sie auch den Kindern, nicht perfekt zu sein, sondern seien Sie zufrieden, wenn manches gut läuft, das reicht schon. Die Spitzen der Perfektion muss man nicht immer erreichen. Das ist doch noch ein guter Tipp zum Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch. Danke.